auf die Abstiegskandidaten. Das Feld wird an. Teenie-Schwarm, Rocksänger und Fußballstar. Seine Tore extra klasse, seine Stimme extra breit. Obwohl man meine Stimme natürlich schon mit der von Mariah Carey verglichen hat. Mit wem? Mariah Carey, heißt sie so? Ja, ja. Oder Curry, ist halt egal eigentlich. Ne? Musik liegt in der Luft, auch beim ersten FC Kaiserslautern. Teuflisch gut. Als Einstimmung auf das... Müller hier. Sonntag bin ich bei Ranissimo, Sat 1. Außerdem ab 19 Uhr Deutschrock im Rheinstadion, Düsseldorf gegen Karlsruhe. Und welcher Sender war das nochmal? Da. Die aktuelle Hitparade. Wechsel an der Spitze der Charts. Bayern München nach dem Sieg über Lautern wieder auf Platz 1. Das könnte die Dortmunder Borussia durch einen Erfolg beim VfB Stuttgart schon heute Abend wieder ändern. Borussia Mönchengladbach bleibt Dritter, Schalke zwei Positionen rauf, von 6 auf 4. Leverkusen nach dem Unentschieden in letzter Sekunde in Frankfurt einen Rang nach oben, von 10 auf 9. Ebenfalls einen Platz gut gemacht hat die Frankfurter Eintracht. Sie klettert von 13 auf 12. Trotz Heimniederlage der FC St. Pauli bleibt auf Rang 15. Auf den Abstiegsplätzen alles beim Alten, Kaiserslautern und Düsseldorf, am Ende der Charts der KFC Uerdingen. Gleich geht's weiter im Bundesliga-Beatclub. Der Nummer 1 Hit Stuttgart-Dortmund. Die Liga rockt weiter. Was für eine Musikrichtung wird das Spiel? Fetziger Hardrock. Danny Schwarz vom VfB Stuttgart weiß, wovon er spricht, denn er ist Gitarrist der Punkband Not Available. Seine Soli auf dem Fußballplatz eher defensiv. Bei seinem vierten Ligaeinsatz trifft Danny Schwarz heute auf keinen geringeren als Lars Ricken. Hardrock gegen Punk, Ricken gegen Schwarz. Was erwartet ihn? Ein hartes Stück Arbeit. Stuttgart, Dortmund, 90 Minuten Spitzenfußball. Wenn es zugeht wie im Hinspiel, kann's ja heiter werden. 6:3 gewann Borussia Dortmund. Hier die Tore. Leadsänger Werner Hansch, seine CD im Handel. Auf geht's, Werner. Willkommen, meine Damen und Herren. Oh, herrlich, wird angespielt, gefährlich. Ja! Ja, da sieht es jetzt ganz, ganz düster aus für Kaiserslautern nach der Niederlage heute in München. Und das ist auch schon ein bisschen bitter, ne? So ein Traditionsverein jetzt auf den Abstiegsrängen, das haben wir aber diese Saison wohl häufiger. Köln hat sich ja ein bisschen gerettet, zumindest erstmal vorerst. Ja, es ist für die Vereine sehr, sehr schwierig, in der Situation auch zurechtzukommen, denn die Erwartungshaltung im Publikum ist so groß bei den Traditionsvereinen, dass man vorne mitspielt.